Der vermutlich letzte wirklich wunderschöne Frühlingstag einstweilen ist zugleich der letzte Tag unserer Gespräche über Schumann. Hier am Tisch natürlich wieder Heinz Holliger. Zum dritten Mal sprechen wir zusammen. Und ich begrüße neu David Gloger, der als Sänger nachher noch zu hören sein wird in Beiseit. Mein Name ist Hans-Klaus Jungheinrich, ich bin Kulturjournalist und Autor aus Frankfurt. Ich will gerade versuchen, in einer Minute, weil Sie gestern und vorgestern ja nicht alle dabei waren, in einer Minute die beiden Tage zu resümieren, was wir hier verhandelt haben. Am ersten Tag hat Herr Holliger als seinen wichtigsten Referenzkomponisten, Referenz mit F geschrieben und aber auch mit V im Sinne von Verehrung, Robert Schumann bezeichnet. Robert Schumann also. Und er hat dabei das Wort gebraucht, Grenzgängertum, Risiko, Radikalität und Abkehr von aller abgesicherten Weise zu komponieren. Das beobachtet er auch bei Schumann, das betrifft ihn auch selber. Am zweiten Tag gestern hat Heinz Holliger so ein bisschen seine spöttische Verwunderung ausgedrückt darüber, dass der Komponistenberuf, also Komponieren als Beruf, in neuerer Zeit so eine unumstößliche Sache zu sein scheint. Er versteht sich eigentlich ganz in der alten Art als ein integraler Musiker. Wir wissen ja, dass es vor der Zeit der verschärften Arbeitsteilung und bevor es zu einem Jahrhunderte enthaltenden Werkrepertoire die Komponisten im Wesentlichen selber waren, die ihre Stücke auch jeweils zu Gehör gebracht haben. Und in dieser Tradition versteht sich auch Heinz Holliger. Heinz Holliger, ein integraler Komponist. Und gestern hat hier auf diesem Platz der Kollege Hommel, Christian Hommel, noch hinzugefügt, dass Heinz Holliger eben auch kulturpolitisch sich äußert, sich einmischt und zum Beispiel böse Briefe schreibt an Politiker und Intendanten, die tolle Orchester kaputt machen. Solche Einsprüche und Eingriffe nützen oft nichts, aber man muss sie natürlich trotzdem machen. Heinz Holliger, der integrale Musiker, den haben wir auch gestern Abend erlebt in vielen Tätigkeiten und mich hat besonders erstaunt und verwundert, mit welcher Seelenruhe er am Ende des Abends, nachdem er den ganzen Abend dirigiert und Oboe gespielt hat, dann noch ein sauschweres Stück von sich, die Nachtstücke, auf dem Klavier gespielt hat. Herr Holliger, haben Sie davor üben müssen oder geht das einfach so? Das ist, glaube ich, ein Berufsgeheimnis. Belassen wir es also dabei. Ich habe nicht gern, wenn ich schlechter spiele, als ich spielen könnte. Und darum manchmal übt man eben, damit man das Niveau erreicht, das man sich vorstellt. Also diese Aussage ist klar und enigmatisch zugleich. Wir kommen, meine Damen und Herren, jetzt zur Schweiz, ein Lieblingsthema von mir. Und sagen Sie bitte nur nicht, das hätte nichts mit Schumann zu tun. Auch für die Schweiz scheint mir typisch so eine eigenartige Spannung, um nicht zu sagen eine Zerrissenheit zwischen Idyllik auf der einen Seite, scheinbarer Idyllik, auf der anderen Seite aber auch wahnsinnigen Modernitätszeichen. Und das ist sehr ambivalent. Es gibt natürlich die fürchterliche
Business-Architektur, sage ich jetzt mal. Und es gibt aber auch in der Schweiz natürlich wunderbare Architekten, Postmoderne und Moderne, die zu den Besten der Welt gehören und entsprechende Sachen sind natürlich auch in der Schweiz zu sehen. Es gibt auch Borromini, Renaissance, einer der größten Renaissance-Architekten, ist auch Schweizer. Danke. Es gibt in der Schweiz auch diese Diskrepanz zwischen Nähegefühl, Nachbargefühl, ja auch einer gewissen, dem Gefühl einer gewissen Umhegtheit. Die Schweizer Autoren können das auch viel bösartiger erklären. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite für mich absolut bewundernswert, diese Weltläufigkeit, die überhaupt sich verträgt, vielleicht sogar erwächst aus einer Vielsprachigkeit innerhalb der Schweiz. Viele Sprachen, viele Dialekte noch, Untersprachen, also eine unglaubliche Vielfalt. Und trotzdem ist die Schweiz auch sehr, sehr weltläufig. Hans Holliger stammt aus einer Gegend, Langenthal, einem Ort am nordöstlichen Rand des Kanton Bern, eher noch bei Solothurn und auch ganz in der Nähe von Olten. Olten gilt ja als das Zentrum der Schweiz und vor allem das Bahnhofsbuffet von Olten hat einen legendären, symbolischen Ruf als Treffpunkt aller Schweizer, die sozusagen aus diesen verschiedenen spinnennetzartigen Verkehrswegen immer wieder sich im Bahnhofsbuffet von Olten treffen. Auch sämtliche Dichter der Schweiz hatten immer ihre Generalversammlungen im Bahnhofsbuffet Olten. Jetzt wurde das leider entsorgt, dieses Bahnhofbuffet. Es gibt nur noch so ein Express aller Welt, McDonald's, eine Theke. Und dieser Treffpunkt ist schon historisch geworden, leider. Jetzt kommen wir aber nicht umhin zu fragen, Hans Holliger, sind Sie ein typischer Schweizer? Ich weiß nicht, was ein typischer Schweizer ist, weil in jedem Dorf spricht man anders. Ich kenne kaum unter den Künstlern zwei Leute, die gleiche Ansichten hätten und die gleich schrieben, die gleich komponierten, die gleich malten. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt. Und diese Vielfalt, die sich in der Sprachvielfalt ausdrückt, kommt auch daher, dass wir nie Könige hatten, nie eine Académie Française, die genau gesagt hat, wie die Sprache sein muss, dass man meistens überhaupt die Dialekte gar nicht geschrieben hat. Man hat sogar Orthographien erfinden müssen. Wir haben für jedes offiziell deutsche Wort mindestens 3 bis 4 Wörter, die viel, viel differenzierter die Sache beschreiben. Und das ist, glaube ich, der Ursprung unserer Verrücktheit und Vielfalt und Unangepasstheit. Zu der Genauigkeit der Schweizer Wörter. Es gibt in der Schweiz keine Autobahnkreuze und auch keine Knoten wie in Österreich, sondern es gibt Verzweigungen. Und das scheint mir wirklich die präzisestmögliche Bezeichnung. Schweizer Dichter, Schweizer Künstler, also ich würde mal sagen, wenn man die Größe der Schweiz und die Größe Deutschlands gegeneinander hält, dann hat die Schweiz vor einigen Jahrzehnten wirklich mindestens so ein bedeutendes Dichterpaar gehabt oder Schriftstellerpaar, Dioskurenpaar, wie Deutschland 150 Jahre vorher in Goethe und Schiller, ich meine natürlich Frisch und Dürrenmatt. Überhaupt die Schweiz wie Österreich hat eigentlich einen überproportionalen Anteil an Künstlern, an Dichtern, vor allem Schriftstellern. Und das hat möglicherweise, Hans Holliger hat das ja schon ein bisschen eben angetönt, möglicherweise mit der sprachlichen Vielfalt zu tun, auch mit der Grenzsituation, dass es ja irgendwie doch auch eine Grenze ist des deutschen Sprachgebiets. Es gibt in der Schweiz ganz wenig Leute, die nicht bilingue sind und oder sogar trilingue
Und das ist für uns völlig selbstverständlich, dass wir von einer Sprache in die andere wechseln. Und das gibt eben auch das Phänomen, dass zum Beispiel deutschsprachige Schriftsteller plötzlich die Sensualität einer romanischen Sprache in die deutsche Sprache reinbringen, die Sinnlichkeit, auch die Klangsinnlichkeit. Und das fehlt mir bei so monolithischen Ländern oft in der Sprache, dass es so viel einseitiger ist. Es gab vor Frisch und Dürrenmatt natürlich Leute wie Blaise Cendra oder Ramus. Ramus, den Namen kennen Sie von Stravinsky her, Histoire du Soldat. Und es gab Friedrich Glauser und es gab als einen wirklich unglaublichen Monolith Robert Walser. Und Robert Walser steht ja auch hier heute im Mittelpunkt dieses Abends und des Stückes Beiseite von Heinz Holliger. Heinz Holliger, wie kamen Sie auf, blöde Frage natürlich, ein Schweizer muss auf Robert Walser kommen, aber Ihre ganz persönliche Annäherung, Begegnung, Arbeit mit Robert Walser? Also da bin ich jetzt eigentlich überhaupt nicht als Schweizer auf Walser gestoßen, sondern ich habe im Gymnasium schon einige Gedichte gekannt, aber ich war damals ein totaler Expressionist, Trakl, Georg Heim-Fanatiker und daneben natürlich ein ganz glühender Hölderlin-Verehrer, das bin ich immer noch. Und da war mir Walser fast ein bisschen zu spielerisch, zu eskapistisch, würde ich fast sagen. Man kann ihn gar nicht richtig fassen, man kann ihn auch nicht analysieren. Und ich brauchte ein bisschen Zeit, bis ich diese Leichtigkeit der Sprache wirklich dann gesucht habe. Das ist eine Sprache, die eigentlich immer Luftnummern vollbringt, die die Füße gar nie auf dem Boden hat, die gar keine Verwurzelung hat, so eine Erdenschwere, sondern sie schwebt. Und darum schweben auch ihre Bedeutungen ständig zwischen ganz vielen Bedeutungen hin und her. Seine Worte kann man als Palindrome gleich wieder hören. Man kann in einen Satz von vorne reingehen und man kommt nicht mehr raus. Man kann auch von der Seite reingehen. Vielleicht kommt man dann quer durch oder man kann es auch von hinten schauen. Und mein Libretto der Oper Schneewittchen, die jetzt ja gerade in Basel 12-mal aufgeführt wird, fußt fast nur auf diesen Klangspielen mit der Sprache und Bedeutungsspielen. Ja. Und das ist eine ganz, ganz eigene Sprache, da kenne ich keinen einzigen Dichter, der das so macht. Und das ist auch ein Zeichen, dass der Dichter von höchster Musikalität war. Walser wird ja oft mit Kafka verglichen. Es gibt sogar eine Reihe von Dissertationen über beide zugleich, also Robert Walser und Kafka. Aber ich würde sagen, Kafka hat eigentlich keine so sehr ausgeprägte eigene Sprache. Er hat mehr so eine juristische, präzise Kanzleisprache, könnte man sagen. Und bei Kafka sind wichtig natürlich die Inhalte, während Robert Walser ist ein extremer Stilist. Also wer zwei oder drei Zeilen je von Robert Walser gelesen hat, der weiß genau, das ist Robert Walser. Also Kafka hat seinen besten Freunden immer Walser vorgelesen. Und sein Roman, also damals hieß dieses Kapitel noch Der Heizer, Amerika, ist fast eine Hommage an Walser, das zum Teil fast wörtliche Parallelen hat. Mir fiel neulich als ich in Schneewittchen war in Zürich, eine Ähnlichkeit, fast eine Parallele auf zwischen dem Schluss von Schneewittchen und der Schlussvision des ja im Grunde Fragment gebliebenen Amerika-Romans von Kafka. Aber dieser Schluss, der ist in Umrissen sehr, sehr sichtbar und heißt, dass das Naturtheater von Oklahoma, also eine große Versöhnung, so eine Art Danse Générale.
Und bei Schneewittchen ist es ja so, ich sage das jetzt mal sehr verkürzt, also Walser nimmt Elemente des Märchens, da zieht er raus und wirbelt sie durcheinander und es kommen einzelne Charaktere aus dem Märchen vor, der Jäger, der Prinz, die Mutter, Schneewittchen und es ist ein komplett antipsychologisches Slapstick, könnte man sagen, aber am Schluss, Walser hat hier auch eine eigentümlich hohe Sprache, am Schluss kommt wirklich so wie ein großes Versöhnungsfest da raus. Nachdem schon alle im Jenseits sind, ja. Eigentlich alle Figuren schon tot sind, kommt eine völlig unmögliche Versöhnung. Ja. Kommen wir jetzt vielleicht doch noch mal genauer zu Beiseit. Herr Kloger, wie war das bei Ihnen, diese Begegnung mit dem Stück von Heinz Holliger? Ich hatte das große Glück, dass ich schon in meinem Studium mich dem Werk angenähert hatte aus der musikwissenschaftlichen Seite. Natürlich als Sänger aus einem sängerischen Interesse heraus, aber ich habe eben meine Abschlussarbeit im Lehramtsstudiengang Musik geschrieben über Werke für Countertenor im 20. Jahrhundert. Und eins der am wichtigsten von mir zur Kenntnis genommenen und analysierten Werke war eben Beiseit. Und habe sehr viel gelesen über Walser und natürlich auch das Stück eben sehr genau mir angeguckt und mich wahnsinnig rein verliebt, weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, es gibt im 20. Jahrhundert keinen genuinen Liederzyklus mehr, der einerseits diesen romantischen Zyklusgedanken, also in der Dramaturgie und der Entwicklung auch des Sängers, wie er da durchgeht und sich verändert und sein wirklich Sein überprüft, widerspiegelt und auf der anderen Seite aber eben neue Musikmittel, klangliche Mittel verwendet. Und das finde ich so überirdisch gut gelungen in dem Werk, Entschuldigung, ich kann es nicht anders sagen, dass ich mich dann wahnsinnig gefreut habe, einige Jahre später es zum ersten Mal zu machen und mich dann interpretatorisch anzunähern und jetzt wieder singen darf. Ist natürlich ein großes Glück. Es ist ja das Faszinierende heute bei diesem Konzertabend, diese Konfrontation des großen romantischen Zyklus Dichterliebe von Schumann und des Zyklus Beiseit von Heinz Holliger. Aufgrund Ihrer Stimmlage, Herr Kloger, haben Sie ja eigentlich weniger Erfahrung, vor allem Konzerterfahrung, mit den romantischen Liedern, aber Sie haben natürlich schon ein Verhältnis dazu und auch wohl ein besonderes Verhältnis zu Schumann. Nun, das ist ein anderes Stück, dem ich mich sehr ausgiebig wissenschaftlich analytisch genährt habe, ist die Dichterliebe. Und ich habe natürlich auch im Studium mehr als Bariton, ich habe als Countertenor angefangen mit 16, 17 Jahren, aber ich habe im Studium auch Bariton gesungen, habe da viel romantisches Lied gesungen und mir ist klar geworden, wie unterschiedlich die Herangehensweise als Bariton ist, nämlich sehr eins zu eins, sehr empfunden, wirklich lebend in dem Stück. Also wenn ich eben Dichterliebe oder Winterreise ganz extrem singe, dann ist das wirklich, bin ich in dem Moment der Müller, der Dichter. Ich meine, die schöne Müllerin, da ist das ganz extrem, weil es eben so wirklich ein fast operatisches Rangehen ist an den Stoff. Dann identifiziere ich mich hundertprozentig mit der Figur und leide und sterbe mit ihr mit, während es eben, und im Countertenor, da gibt es immer diese Lücke sozusagen zwischen dem, der ich eigentlich bin, der hier sitzt und mit Baritonstimme zu Ihnen spricht, und diesem artifiziellen Falsettgesang. Falsett heißt ja auch falsch, kommt vom Wort falsus, also die falsche Stimme, die natürlich auch genauso ist, mit der ich mich genauso ausdrücke, aber doch immer ganz meine Seele sozusagen, so ein bisschen noch ein Spiel damit, noch eine kleine Lücke, die für mich sehr, sehr aufregend ist, was eben einerseits die Barockmusik dann auch betrifft, nämlich den Affekt, der barocke Interpret lebt ja nicht im Gefühl auf der Bühne, sondern er stellt einen Affekt dar. Dann dazwischen die Romantik, die
es eben für mich als Pausen nichts zu suchen gibt. Und dann wieder in der neuen Musik, mit dem Bewusstsein von Unschärfe, Relation, ähnlichen Thematiken von der Psyche und Ausspaltung des Konstruktivismus und so weiter, wo ich mich als Pausen dann wiederfinden kann und sagen kann, aha, hier, da ist es eben nicht einfach nur jemand, der Gefühl sieht, sondern es ist ein sehr bewusstes Durchgehen, gucken, wo bin ich gerade, wie geht es mir hier. Also sehr interessant, diese verschiedenen Identifizierungsgrade eben durch physische Phänomene, physische Voraussetzungen. Ich hatte mal eine Frage an Christine Schäfer vor einigen Jahren. Ich habe sie gefragt, warum sie so gerne Lieder von Richard Strauss singt, den ich auch sehr schätze. Und daraufhin sagte sie, ja, Richard Strauss ist gut für die Stimmen. Das schien mir ein bisschen nicht sehr künstlerische Antwort zu sein. Jetzt meine Frage an Sie, Herr Kloger. Hatten Sie jemals das Gefühl, dass die neue Musik Ihrer Stimme schadet oder dass Sie sich bei anderer Musik als neuer Musik von neuer Musik stimmlich erholen müssten? Ich empfinde, dass diesen Wechsel zwischen den verschiedenen stimmlichen Einsatzmöglichkeiten in den verschiedenen Stilen als unglaublich befruchtend und befreiend für mich. Und erhole mich eigentlich die ganze Zeit und erlebe immer wieder, wie schön es ist, dass ich eben nicht festgelegt bin auf eine bestimmte Art zu singen. Insofern, ich kann schon sagen, es gibt natürlich extreme Belastungen, die hat aber ein Sänger, der Wagner oder Strauss Opern singt, gegen ein Orchester ansingen muss mit höherem Maß als ich, denn normalerweise, wenn ich mit großem Orchester singe, dann auch verstärkt bin oder in irgendeiner Form zumindest anders integriert. Ich habe im Gegenteil die Erfahrung gemacht, dass die guten Stücke und die Stücke, die ich dann, weil sie gut sind, auch oft singen darf, normalerweise auch der Stimme gut tun und die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten, die Stimme hat, das bereichern sind und letztendlich, wenn Sie gucken, was bei Vakari in der Ur-Gesangsschule des Belcanto sozusagen gefordert wird von Sängern, dann haben Sie alle Arten der Artikulation und der Dynamik in allen Lagen auch schon dort. Und es geht überhaupt nicht darum, zu sagen, ich singe nur schöne Töne in der Quint mit Legato, sondern es ist wirklich die Stimme als Instrument, das ist die Basis des Singens. Und das finde ich sehr schön, dass es eben in der Musik auch so gesehen wird. Vielleicht sollten wir doch noch etwas ins Innere der Komposition beiseite zu gehen und versuchen. Herr Holliger, es geht ja um das Gerücht oder es ist vielfach angenommen worden, dass Robert Walzer vieles in einer Art Ecriture-Automatik geschrieben hätte, was wohl nicht unbedingt zutrifft, aber es gibt sicher so Elemente, zumindest einen sehr starken Anschein von Ecriture-Automatik, also von ganz schnellem, fast besinnungslosem Schreiben. Und gibt es da auch etwas Ähnliches in der Ecriture von Ihnen, dass Sie auch bestimmte Sachen fast schnell fassen? Zuerst zur Ecriture-Automatik von Robert Walzer, das ist ein völliger Irrtum. Ist aber viel kolportiert. Ja, weil man überhaupt nicht Bescheid wusste über die Mikrogramme für. Walzer hat am Anfang eigentlich die Fähigkeit gehabt, ohne jegliche Entwürfe, gleich in Reinschrift, und er hatte eine Schrift, die war so schön wie Mozart, wie Mozart-Autograph, fast fehlerlos, ohne jede Korrektur, den ganzen Roman, die Geschwister Tanner hat schreiben können. Aber das hat nichts zu tun mit diesem rauschhaften Ecriture-Automatik, sondern das ist eine unglaublich strukturierte Sprache, die man eigentlich nie ganz abtasten kann, was da für unartige Züge drin sind. Das ist das höchste Bewusstsein und das höchste Unvergleich in Berliner Jahren, in die Schweiz kam, im Ersten Weltkrieg, hat er
die Sicherheit verloren und hat mit nur einem Millimeter hohen Buchstaben und meistens mit einem weichen, ungeschwitzten Bleistift quasi eine Geheimschrift geschrieben, hat man gemeint. Jetzt ist das von Bernhard Echter und Walter Morlan in etwa 10 Jahren entziffert worden. Das sind über 6000 Druckseiten seiner Entwürfe. Und das ist eine Schreibweise, das hat er sehr langsam geschrieben. Weil es so genau ist und eben so winzig. Aber man kann es mit kartografischen Instrumenten, mit Lupen vergrößern. Und das ist von einer Genauigkeit wie seine früheren Manuskripte, nur sind es Entwürfe, die er nachher für endgültige Ausarbeitungen von Feuilleton-Beiträgen nachher als Entwürfe braucht und die man ins Reihen geschrieben hat. Bei mir, ich leide sehr darunter, dass man eigentlich nicht im Tempo der Imagination Musik aufschreiben kann, dass das ein Vorgang ist, der unendlich viel langsamer ist, als der Kopf geht. Das hat ein Maler zum Beispiel nicht, der kann immer sein ganzes Bild anschauen und je nachdem, wie er wird, kann er auch sehr schnell schon einen Umriss machen vom ganzen Bild und dann vielleicht schon ausarbeiten. Auch ein Dichter kann in wenigen Tagen ein sehr großes Prosastück schreiben, aber ein Musiker muss irgendeine Art von vielleicht dem Stenogramm verwandten Schnellschrift erfinden, wo er quasi im Tempo der Musik fast notieren kann. Und ich habe das ein bisschen, ich will mir auch nicht vergleichen, aber ich habe es ein bisschen nicht nachgemacht, aber ein bisschen gleich gemacht wie Mozart. Er hat fast immer nur die erste Geigenstimme notiert. Ein bisschen was im Bass, wenn es gerade ein Trugschluss war oder irgendetwas besonders Extravagantes. Und nachher die Partitur vervollständigen war für ihn fast ein Ablesen von einem Gedankenprotokoll, von einem inneren Film. Und da hat ihn zu Tod gelangweilt und seine Konstanze gebeten, sie soll ihm etwas lustige Geschichten vorlesen. Nein, das war so stinklangweilig für ihn, weil er das alles schon im Kopf hatte. Und ich probiere auch, diese jetzt zum Beispiel in einem Zyklus, vor allem die Singstimme ganz festzulegen, damit später kaum noch was daran geändert, aber gleichzeitig ist es für mich ein Aide-Memoir, dass alles, was ich höre bei jedem Ton, den ich schreibe, ist mir sofort wieder präsent, wenn ich wieder zurück bin. Und viele Komponisten haben so eine Arbeitsmethode wie ein Vogel, der von einem Ast zum anderen fliegt und dann überlegt er, wie soll ich jetzt auf den Ast oder auf einen der 1000 anderen möglichen Äste. Wir haben auch manchmal 1000 verschiedene Noten, die wir wählen könnten. Und warum wählen wir dann genau die Note, die wir gewählt haben? Das ist, glaube ich, 95% Anteil von Unterbewusstsein und der Rest ist dann noch eingebildete Gedanken, ja, Kontrolle oder auch das Folgen einer bestimmten strukturellen Regel, die man sich als erstes Leiter aufstellt. Aber das ist bei der Musik einfach, glaube ich, sehr, sehr spürbar, ob eine Musik quasi den Bogen eines Gedankens wiedergeben kann nachher oder ob sie das nur so in kleinen Abschnitten aneinander setzt. Es gibt ganz verschiedene Musik, ich sage nicht, dass die eine besser ist als die andere. Für mich ist es wichtig, dass man eben dass ich beim Schreiben diese großen Bogen habe. Und zudem hat schon gesagt, ich beschäftige mich nicht nur mit Bleistift und Gummi, sondern spiele auch und dirigiere auch und schreibe auch Texte und so weiter und unterrichte. Ich bin wie Bartok oder Maler gezwungen, im Kopf zu komponieren. Und wenn ich dann schreibe ich nur auf, was ich schon längst im Kopf komponiert habe, weil ich gar nicht so lange Zeit habe, vor einem leeren Blatt zu sitzen und zu warten,
bis im Fenster Schermuse mich küsst. So wie Sie das jetzt erklärt haben, gibt es eine ganz verschiedene Arten, sich auch satztechnisch zu verhalten, je nach dem Charakter des Stückes. Und es ist also nicht so bei Zeit gewesen, dass Sie ganz so eine betonte experimentelle Haltung eingenommen haben, sondern es kommt, so habe ich Sie wenigstens verstanden, von einer gewissen Hierarchie, in der nämlich die Singstimme mit dem Text verbunden eben doch so eine Art Hauptlinie ist, die das andere dann irgendwie aus sich heraus generiert und von wo aus das andere dann auch leichter erreichbar ist, als wenn man von einem Ton zum anderen wie ein Vogel hüpft. Sicher ist mir die Singstimme Hauptstimme auch im Schneewittchen. Ich wollte keine so normale Oper, wo die Stimmen einfach so auf einem riesen sinfonischen Klang schwimmen, sondern ich wollte wie Mozart eine Gesangsoper schreiben, wo jedes Intervall im melodischen Sinne gibt, das Gesungene. Und gleich auch, ich würde nicht aushalten, auch eine Kammermusik für Gesang, wo der Gesang plötzlich nur Worte transportiert, die von einem Dichter, der diesen Gesang gar nicht nötig hat, diesen Transport. Und für mich ist wichtig, dass nachher auch alle Stimmen, dass es eigentlich ganz wenig Begleitstimmen gibt, zum Beispiel die Klarinette ist oft wie ein alter Ego von Countertenor, sogar manchmal die Kontrabass, nur das Akkordeon, das manchmal so eine Sphären, Klang, einen Sphärenklang gibt, eben gibt der Musik die Weite, wie man sie das nennt, den Raum durch die Ferne, der Raum so lang, ja, der Klang einer Handharfe, wie wir in Schweizerdeutsch sagen. Und da ist oft das Akkordeon schon ein bisschen im Beiseit, wie es dann im letzten Stück wirklich auch geht, ins Beiseit. Aber die anderen, da gibt es Proportionskanons, die ganz, ganz streng sind zwischen drei Gesang und den zwei Instrumenten. Es gibt jede Menge von kontrapunktischen Entsprechungen und ich probiere eigentlich selten eine Begleitstimme zu schreiben, so würde ich mich fast schämen zu machen. Darf ich fragen? Es ist ja so, die Singstimme ist eine Gedächtnisspitze, die du notierst als erstes, aber es ist schon, die anderen Stimmen sind schon da, oder? Ich kann ja nicht den Leben etwas erfinden und dann schauen, was kann ich dann noch dazu bauen, dass es ein bisschen schön aussieht. Das ist genau das, was man macht. Also jetzt sehen wir, erster Satz, ich gehe meinen Gang. Das ist eine Passacaglia, ein schreitendes Tenors, und er geht noch ein Stückchen weit und ist bei sein. Und dann fängt quasi die Lage an. Aber das ist gleichzeitig eine Passacaglia, die in drei verschiedenen Dauerordnungen läuft, wie in Proportion. Also der Bass macht quasi den Spiegel in sehr langsamen Schritten und das Akkordeon macht die Verkleidung, die Dimension nur sein Tropfen für den Einwürfen, das aber alles auch die Stimme des Countertenors ist und das ist eigentlich keine Note, irgendwie einfach geschrieben. Ist es das so, dass die Charaktere eigentlich doch das Primäre sind und die gewisse musikalische Charaktere und sich aus denen dann auch die Melodie und die anderen Sachen herausformen? Ich habe ein paar altmodisch benannte Charakterstücke geschrieben. Das ist so eine Art Walze, eine sehnsüchtige Walze, wobei ich das in Alpherge genannt habe, oder gestern in Dumea im Walsland, so eine bergische Müdigkeit und ein Wandern und eine Süßigkeit und eine Melancholie, die vielleicht ganz fein dosiert. Eigentlich ist ganz albanbergisch und malerisch. Aber ich habe auch Perpetuum mobiles geschrieben,
die einen völlig beängstigen mit so Einwürfen, Blitzen und kalt. Tenor spricht fast in zwei Personen zu sich, in tiefe Stimme, in hohe Stimme erschreckt. Und dann das Letzte, das Epilog, ist auch ein Perpetuum mobile, wo einfach unerbittlich eine Bewegung hinter der Bühne vor sich geht, bis das zu einem Ruhepunkt kommt auf einem H, und dann verlangsamt sich jede Stimme in der Proportion 1 zu 2, zu 3, zu 4, zu 5, zu 6. Und es kommt dreimal hintereinander. Das ist wie bei Guillaume de Macho eigentlich so. Und gleichzeitig ist es eben das Wort, also Walse schreibt mit 20 Jahren, lag lang noch wach. Das ist vielleicht seine Zeit, die er in Herisau in der Anstalt verbracht hat, ohne zu schreiben. Also diese ganze Zeit von 24 Jahren. Und ich mache diese Verlangsamung der sechs Stufen und gleichzeitig verengt sich die Sinnstimme, die steigt an, zuerst in Ganztönen, in Halbtönen, in Vierteltönen, in Achteltönen. Gleichzeitig werden die Dauern, diese sechs Dauern auch immer weiter, also die Zeit dehnt sich immer mehr oder hebt sich immer mehr auf. Ich könnte da tausend Jahre noch Musik machen bis zu 126. Tönen. Ich nicht. Eben, ich dachte jetzt gerade, wenn er steckt mir, jetzt muss ich aufhören. Und das Stück hört mit dem Wah, er singt auf Wah. Im Schuss macht er. Und das ist, wie wenn man eine Kerze auspresst und das Ganze ist weg. Das ist wie mit der Schere weggeschnitten. Das ist gleichzeitig der Tod von Walse selber. Und die sechs Schritte, die ich da brauche, sind die sechs Schritte, die man auf dem Polizeifoto sieht von seinem Tod. Es gibt sechs Schritte und dann liegt er im Schnee tot mit der linken Hand nach hinten. Und der Hut noch in der Verlängerung der linken Hand. Und genau diesen Tod und diese Stellung im Schnee hat er 30 Jahre früher, nein, 40 Jahre sogar im ersten Mal früher so beschrieben. Und so war im Schnee, mir war das wichtig, dass quasi dieser Liederzyklus, könnte man vergleichen mit dem Eichendorf-Liederkreis, Zyklus ist ja ein Kreis, Liederkreis. Dass das ein Lebenskreis ist von der Geburt bis zum Tod. Also alles aufgrund von Gedichten, die Gedichten in 20 Jahren als Pyrokomis in einem Jahr geschrieben hat. Es wäre schön, noch 1000 Jahre Hans Holliger zuzuhören, aber ich möchte noch eine allerletzte Frage an ihn stellen, eine Frage, die Sie wahrscheinlich auch interessiert. Eine Frage an den Interpreten heute. Wenn Sie Musik aufführen, ist das dann immer Musik, mit der Sie sich völlig identifizieren? Oder gibt es auch Sachen, wo Sie sagen, naja, das mache ich eben mal so, weil es eben auch mal aufgeführt werden sollte, aber es gefällt mir im Grunde nicht so? Also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich eigentlich mir sagen kann, ich mache nur, woran ich glaube und was ich wirklich gern habe. Und vielleicht, ich mache auch gegen jetzt gerade das, von denen ich finde, dass die Art mal trätiert werden von anderen Komponenten. Der Schumann zum Beispiel, ja, zum Beispiel Schumann. Oder auch für Werke meines Lehrers, Sándor Eres. Oder auch von einer Schalke, Kleinköchin. Und das kann ich mir leisten, weil ich habe eigentlich vier Berufe bis vor kurzem noch gehabt, jetzt nur noch drei. Und es gibt natürlich Dinge, zum Beispiel eine Uraufführung, da weiß man jetzt noch nicht, wie inspiriert der Komponist war, und das Stück muss man ja programmieren, bevor es fertig ist, und das ist vielleicht dann was einem nicht total gefällt, aber
nur die Wesendonkrite in der Bearbeitung von Mythos Gottwald, einem meiner letzten Freunde für Chor, dirigiert, und er hat gefunden, es habe es nie jemand so wagnerisch gemacht wie ich. Da musste ich mit mir fast ins Gericht gehen, dass das nicht stimmt. Ja, meine Damen und Herren, wir müssen den Vorhang zumachen. Vielen Dank an Heinz Holliger und David Kloger. Es gibt sicher noch unbeantwortete Fragen. Ich habe noch eine ganz kleine Bemerkung zum Schweizertum. Also, weil viel mehr als im Wals drückt sich das der Zusammensetzung der Klangquellen an, das nämlich die Ländlerkapelle der Schweiz, der Jodel ist der kalte Tenor, und dann Klarinette, Kontrabass und Handorgel, wie wir sagen, also Handakkordeon ist der typische Klang der Schweizer Folklore. Und dieser Klang finde ich oft, das gab sehr viel in meiner Jugend, war das so zu einem synthetischen Klangtapete degeneriert, das war wie aus Plastik, die ganze Folklore. Und erst durch den kleinen Wissen, der auch hier mitspielt, der hat seine Gruppe gegründet, Oberbau, dieses Spiellied, habe ich gemerkt, dass eben nicht, dass eben das dieses ewige Lachen und Fröhlichsein, diese künstliche Fröhlichkeit, die mir so unglaublich auf die Nerven geht bei der Folklore-Musik, sondern dass dahinter eine tiefe Trauer ist und sehr geheimnisvolle Musik sein kann in dieser Welt. Wir müssen nie vergessen, dass in der Schweiz Calvin hat das Tanzen verboten, hat dass die Konzerte verboten, in Genf haben keine Konzerte stattgefunden bis etwa 1848. Und in den katholischen Gegenden war das ein bisschen mehr der Sinnlichkeit zugetan, aber auch in Zwingli, die evangelische Kirche, war eine total unsinnliche Art, mit Gott umzugehen. Ja, ich auch etwas sprechen vom Luthertum. Ja, also wir nehmen diese interessante Schlussbemerkung von Herrn Solliger mit, weil wir gehen sie gut auf 2 Stunden und mehr oder anderthalb Stunden und werden dann das Stück beiseite sicher doch mit etwas anderen Ohren hören. Meine Damen und Herren, halten Sie sich offen für die nächsten 2 Konzerte und überhaupt vielen Dank, dass Sie gekommen sind und uns zugehört haben.